Physarum polycephalum. Eine einzige, riesige Zelle. Zunächst einmal soll sie in das Labyrinth umziehen. Und das geht verblüffend einfach. Stück für Stück wird abgetrennt und umgesetzt. Kein Vielzeller würde diese Prozedur überstehen, aber für Schleimpilze gelten andere Gesetze. Nakagakis Stückwerk ist völlig ausreichend. Für die gleichmäßige Verteilung sorgt der Schleimpilz selbst. Die Portionen von Polycephalum vereinigen sich wieder und besetzen das ganze Labyrinth. Jetzt kann der eigentliche Test beginnen. Finde den kürzesten Weg von A nach B. Dazu wird in beiden Punkten ein Futterdepot eingerichtet. Mit Haferflocken. Polycephalums Leibgericht. Der Schleimpilz kann nicht widerstehen und macht sich über die Futterstellen her. Der Zeitraffer bringt seine ganze Gier zutage. In regelrechten Fresswellen stürzt er sich auf die Haferflocken. Trotz allem aber hält er die Verbindung aufrecht zwischen den beiden Futterquellen. Über kräftige Adern, die das Labyrinth durchziehen. Manche Wege jedoch scheint er zu meiden. Aus Sackgassen zum Beispiel ziehen sich die Adern zurück, hinterlassen nichts als ihre Spuren. Auch Umwege werden geräumt. Und nach einigen Stunden gibt es nur noch eine Hauptschlagader. Ein Verbindungsstrang zwischen A und B. Ohne Zweifel der kürzeste Weg. Ich erwache an einem ganz gewöhnlichen Morgen. Aber irgendwie kommt mir heute alles völlig verkehrt vor. Ich mache einmal das Fenster auf. Die ersticken ja schon alle hier draußen. Jetzt heißt es aber rasch ein paar dringend nötige Dinge aufschieben. Also ab ins Kaffeehaus. Hurra, zum ersten Mal ist die Straßenbahn rechtzeitig weg. Dann fahre ich eben mit dem eigenen Auto. Hilfe, 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 ich bin ja viel zu schnell. Aber Gott sei Dank, da hält mich ein Polizist auf. Zum Dank kaufe ich ihm ein Strafmandat um 35 Euro ab. Man gönnt sich ja sonst nichts. Sollte ich mir nicht vielleicht in diesem Haus eine Wohnung nehmen, jetzt wo ich davor schon so einen schönen Parkplatz habe? Aber nein, ich spaziere jetzt erst einmal durch die Altstadt. Oh, schön, ein Straßenkünstler, ein Seiltänzer, ganz ohne Seil, nur mit Netz. Jetzt gehe ich aber in mein Stammlokal. Ich schüttle einige Leute mit der Hand. An den Plakaten klebt eine Wand. Ich setze mich so hin, dass unter mir genau ein Stuhl Platz hat. Der Ober kommt, ich nehme seine Wünsche auf. Aha, da sitzen und bestellen. Sowas, meine Augen sehen ganz schwach, da bekommt ihr ja schlechte Lampen. Der Ober bringt das Essen. Langsam stülpe ich Mund- und Speiseröhre über das Würstel. Sowas, meine Freunde trinken so viel, dass ich kaum den Vorsprung halten kann. Und dieses Mädchen dreht sich immer derartig aufdringlich weg, wenn ich es anreden will. Gott sei Dank bringt mich nach der Sperrstunde eine alte blinde Frau über die Straße. Ins Taxi. Häuserzeilen ziehen an uns vorbei. Und wann fahren wir endlich los? Da, da, sehen Sie nicht? Am Friedhof, am Friedhof. Ih, ein Lebendiger. Ist das aber gruselig. Langsam wird es morgen. Die ersten Obdachlosen gehen nach Hause. Die Arbeitslosen hasten ins Büro. Ich nehme noch meiner Nachbarin den Mist mit hinauf. Zu Hause sehe ich mir 2 Stunden lang einen Video an.
dann schiebe ich ihn in den Rekorder. Als er aus ist, mache ich auch nicht mehr auf. Na, guten Morgen. Dankeschön.